Miley Cyrus und X27, Trennungssong knackt Streaming-Rekord. Miley Cyrus, 30, Trennungshymne Flowers durchbricht eine Rekordmarke. Die aktuelle Single der Sängerin sorgte bereits für jede Menge Schlagzeilen. Einige Worte sollen sich nämlich an ihren Ex Liam Hemsworth, 33, richten. In den Passagen scheint sie sich mit einigen Ereignissen ihrer Beziehung auseinanderzusetzen. So besingt sie unter anderem den Brand ihres gemeinsamen Hauses. Und ihre Ehrlichkeit zahlt sich offenbar aus, Mileys Hit knackt jetzt einen Streaming-Rekord. Wie Daily Mail berichtet, kann Miley's Flowers eine Rekordmarke auf Spotify erreichen. Zwischen dem 13. und dem 19. Januar wurde der Song binnen einer Woche über 96 Millionen Mal gestreamt. Auf Spotify's One-Week-Streaming-Liste ist das ein absoluter Rekord und damit steht der Hit jetzt an der Spitze. Die Tendenz der Streams geht weiterhin nach oben. Mittlerweile wurde die Single außerdem knapp 70.000 Mal verkauft. Gleichzeitig ist es Miley gelungen, ihre Kollegin Taylor Swift, 33, vom ersten Platz der Billboard Hot 100 zu verdrängen. Taylor stand dort mit Antihero knapp 8 Wochen an der Spitze. Auch das dürfte für den einstigen Disney-Star besonders sein, zuletzt erreichte der Titel Wrecking Ball im September 2013 die Nummer 1, also vor knapp 9 Jahren. Nu-i caracterul meu de fier, că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și-n plus poți să sari sus, sus, sus.